Jeremy Lin ist der heißeste Basketball-Newcomer der US-amerikanischen NBA-Liga. Lin ist taiwanischer Abstammung und wurde im Jahr 2011 fast über Nacht als Spieler für die New York Knicks zum Star. Doch seine Berühmtheit zeigt für Lin jetzt in China unerwünschte Nebenwirkungen. Denn ein chinesischer Sportartikelproduzent registrierte Lins Namen als Handelsmarke und möchte Jeremy Lin Basketbälle verkaufen ohne die Erlaubnis des Stars. Seine Fans kennen den Basketball-Newcomer unter dem Spitznamen Linsanity, Wahnsinniger Lin. Ob Chinas Markenrechtsgesetze Jeremy Lin jetzt wirklich in den Wahnsinn treiben, bleibt abzuwarten. Denn ohne Lins Wissen registrierte ein chinesischer Basketballhersteller dessen Namen als Handelsmarke. Und das gerade mal für $700. Die Wuxi Jishan Sports Utility Company nahm bereits von Lin Notiz, bevor er als Spieler der New York Knicks zur Berühmtheit schoss. Als ich Jeremy Lin entdeckte, studierte er noch in Harvard. Damals vertrat er Harvard bei einem Basketballspiel und ich fand, dass er ein sehr kluger und schneller Spieler war. Im Juli 2010 registrierte das Unternehmen Lins Namen in China als Handelsmarke. In verschiedenen Variationen wie Lin Shuhao oder Jeremy SHL. Ich wollte seine Handelsmarke verwenden, um Basketbälle zu produzieren. Selbst wenn er nicht bekannt wäre, hätte ich seine Produktreihe gestartet. Jedes Jahr führen wir neue Produkte ein. Doch dann wurde Lin letztes Jahr unerwartet berühmt und bekam schnell den Spitznamen Linsanity, Wahnsinniger Lin, den er selbst als Handelsmarke registrieren möchte. Eigentlich hätten wir geplant, seine Produkte ab Anfang dieses Jahres zu vertreiben. Jetzt, wo er plötzlich so berühmt ist, müssen wir die Produkte in bessere Qualität herstellen. Im Jahr 2010 hat Nike Lin für eine Jeremy Lin Turnschuhreihe und Linsanity Kleidung unter Vertrag genommen. Laut Einschätzung des Pekinger Anwalts für Markenrecht, Horace Lam, hat der Sportartikelhersteller Jisheng jedoch nicht gegen Chinas Markenrechtgesetze verstoßen. Ich denke, die Firma hat die Marke bereits erfolgreich in China registriert, für Sportartikel wie Basketbälle sowie Fußball- und Basketballtrikots. Somit haben sie das Recht, die Handelsmarke in China zu nutzen. Falls Lin oder Nike die Rechte von Jisheng erwerben wollen, um selbst Lins Produkte in China zu vertreiben, müssen sie womöglich viel Geld für die Rechte zahlen. Auch Michael Jordan musste kürzlich feststellen, dass ein chinesisches Unternehmen unter seinem Namen Handel betreibt. In China gibt es über 5000 Sportartikelgeschäfte mit dem Namen Zhao Dan, chinesisch für Jordan. Jordan geht jetzt rechtlich gegen die Einzelhandelskette vor. Lin hat sich bisher noch nicht zu der chinesischen Marke in seinem Namen geäußert.